بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. Meine geehrten Geschwister im Islam, ich begrüße nochmal die Geschwister und sage Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich freue mich, diese ganzen Gesichter zu sehen, diese ganzen Brüder willkommen zu heißen, auch wenn der Ort vielleicht etwas abgelegen ist, auch wenn die Strecke vielleicht weit war, aber wisset, dass Allah Azza wa Jal alle eure Schritte gezählt hat und sie aufgeschrieben werden bei Allah Azza wa Jal, der nichts vergisst. Und eure Belohnung ist inshallah bei Allah. Als allererstes möchte ich Allah Azza wa Jal danken, so wie es ihm gebührt, dass er uns hat hier und heute versammeln lassen, um ihm zu gedenken, um Allah zu danken, um ihm Lob zu preisen, um seine Religion zu lernen, den Iman an ihn zu stärken und die Liebe für ihn und zu ihm auch zu stärken in den Herzen der Gläubigen. Und ich danke ihm, dass er uns eine Möglichkeit geöffnet hat, eine Tür seiner Barmherzigkeit öffnete, dass wir uns treffen durften, um der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu unterstützen. Auch wenn diese Unterstützung sehr gering ist. Aber bei Allah Azza wa Jal geht nichts verloren. Und Allah Azza wa Jal vervielfacht die guten Taten. Und die einzige Bedingung ist, dass diese Tat für sein Angesicht ist. Khalisan li wajhihi al-karim, für sein Angesicht, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen danke ich ihm, liebe Geschwister, und ich bitte euch auch, Allah Azza wa Jal zu danken. Denn Allah Azza wa Jal liebt die Dankbaren. Allah Azza wa Jal liebt die dankbaren Diener. Und die Dankbarkeit ist eine der wunderschönsten Gnaden Allahs Azza wa Jal, die Allah Azza wa Jal seinen Dienern geben kann, dass sie dankbar sind. Und Allah vergleicht bzw. nennt das Gegenteil der Dankbarkeit im Koran Al-Kufr. Al-Kufr. Derjenige, der nicht dankbar ist, der begeht Kufr. Nicht Kufr, dass er aus dem Islam rausgeht, aber die Tat, das Gegenteil vom Kufr, vom Schukr, von der Dankbarkeit ist ein Kufr, wie Allah das oft im Koran nennt. Und Allah Azza wa Jal liebt die Dankbaren. Und Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm danken. Denn er hat alles, was er erschaffen hat, zwischen Himmel und Erde erschaffen, für dich. Für dich selbst, für dich, du, selber, du. Du Bruder und du Schwester. Allah braucht keine Sonne, Allah braucht keinen Himmel, Allah braucht keine Engel, Allah braucht keine Bäume, Allah braucht kein Meer und keine Flüsse und keine Tiere, Allah braucht gar nichts. Subhanahu wa ta'ala. Alles, was er erschaffen hat, hat er für dich erschaffen. Und dann hat Allah Azza wa Jal gesagt, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Und ganz wenige meiner Diener sind dankbar. Ganz wenige seiner Diener denken daran, Allah zu danken. Lieber Bruder, wann hast du das letzte Mal Allah Azza wa Jal gedankt, dass er dich erschaffen hat? Und er hat dich erschaffen nicht als Tier, nicht als Grashalm, als Baum, als Pflanze oder als Ameise.
Allah hat dich ehrenhaft erschaffen, hat dich mit der besten Schöpfung auf diese Welt gesetzt, hat dich als Mensch erschaffen. Allah Azza wa Jalla hat dich auserwählt und hat dir Gesundheit geschenkt. Und viele Millionen Menschen auf dieser Erde sind krank. Wann hast du das letzte Mal Allah gedankt für diese Gesundheit? Für die Gnade der Gesundheit? Es gibt so viele Multimillionäre und Milliardäre, die Krankheiten besitzen. Sie würden alles geben, was sie haben, um wieder gesund zu sein. Alles. Lieber in Schuld und in Armut leben, aber gesund zu sein, keine Schmerzen zu verspüren, sehen zu können. Wann hast du das letzte Mal gesagt, ja Allah, ich danke dir für die Gesundheit. Allah hat dir Kinder geschenkt und die vielleicht sogar gesund sind. Und viele andere Menschen haben ein sehr, sehr schwieriges Leben mit behinderten Kindern, mit kranken Kindern und haben Angst und weinen und sind traurig. Und Allah hat dir das Leben leicht gemacht. Wann hast du das letzte Mal Allah gesagt, ja Allah, ich danke dir für die Gesundheit meiner Kinder. Und ich danke dir für diese Kinder. Und ich kenne selbst Leute, die zahlen so viele tausende Euros jedes Mal und versuchen schwanger zu werden. Über viele Jahre hinweg. Und Allah hat dir einfach Kinder geschenkt, die dir so viel Freude in dein Leben bringen. Wann hast du Allah gedankt und gesagt, ja Allah, ich danke dir für diese Kinder, die so viel Freude in dein Haus gebracht haben. Wann hat einer von uns schon mal Allah gedankt für Strom, für Wasser? Als ich im letzten Jahr im Ramadan im Niger war, da ist ein Dorf, die gehen jeden Tag um 6 Uhr morgens mit Esel Wasser holen für das Dorf und kommen jeden Tag um 14 Uhr wieder. Sie brauchen 8 Stunden Fußmarsch, um Wasser zu holen, damit sie Wasser trinken. Und das reicht natürlich nicht, um zu duschen, um Spaß mit Wasser zu haben, diese Freude zu baden. So viel Erschwernis, 8 Stunden jeden Tag zu Fuß laufen, nur um Wasser zu haben, zum Trinken und zum Kochen. Und Allah Azza wa Jalla hat dir so viel schönes, sauberes Wasser gegeben, du machst einfach den Wasserhahn so auf und kannst duschen und Udu machen und Ghusl machen, so einfach. Wann hast du Allah gedankt? Und ja Allah, ich danke dir für diese Ni'ma. Allah hat dir Strom gegeben und Heizung gegeben. Wallahi, als wir in Syrien waren, es war so kalt und du stehst zum Fajr auf und du musst an der Wand festhalten, damit du weißt gar nicht, wo, wie du dahin läufst, du siehst nichts, Dunkelheiten, damit du nur Badezimmer findest, um Udu zu machen und zurückzugehen und zu beten. Du hältst an der Wand fest und musst alles abtasten. Kein Strom. Auch in Afrika, Wallahi, wir waren so in vielen Dörfern. Die haben noch nie in ihrem Leben Strom gesehen oder wissen, was das ist. Kein Strom, niemals. Und du machst einfach Licht an, Licht aus, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, Toaster, Mikrowelle. Wann hast du Allah Azza wa Jalla gedankt? Ja Allah, ich danke dir für diese Ni'ma des Wassers, dass ich so viel Wasser habe. Viele Menschen sterben, weil sie kein Wasser haben auf dieser Erde. Viele Menschen sehen ihre Kinder verdursten. Und Allah hat dir so viel davon gegeben. Hast du in deinen 30, 40, 50 Jahren einmal gesagt zu Allah, Allahumma laka alhamd wa laka ash-shukr. Oh Allah, ich danke dir für diese ganzen Ni'am. Du lebst hier in Sicherheit. Kein Krieg, keine Unruhe, keine Bomben. Und die Sicherheit, diese Sicherheit, liebe Geschwister, die wünschen sich viele Millionen und aber von Millionen Muslimen auf dieser Erde. Die wünschen sich einfach Sicherheit. Keine Angst zu haben, aus dem Haus rauszugehen und geköpft zu werden, getötet zu werden oder eine Drohne oder eine Bombe in ihr Haus fällt und ihre Frau, ihre Kinder, alles, das Leben zerstört, die Existenz zerstört, die Familie. Diese Angst, mit der so viele Millionen von Menschen auf dieser Erde leben, Allah hat dir diese, und das ist eine der allergrößten Ni'am, Gnaden von Allah auf dieser Erde. Wie Allah auch sagt im Koran: وَآمَنَهُمْ
Womit? وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Und Allah hat ihnen Sicherheit gegeben, dass sie keine Angst haben. Eine der größten Gnaden auf dieser Erde. Einfach rauszugehen, deine Kinder spielen draußen, du hast keine Angst. Keine Bomben, keine Gefahr, du lebst, dein Herz ist ruhig. Aber stell dir vor, Allah hat für dich geschrieben, dass du in einem Land lebst wie Syrien oder Irak oder Palästina oder Burma oder so viele, fast jedes zweite islamische Land. Jeden Tag sterben tausende Menschen. Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden getötet, entführt. Und Allah hat dir die Ni'ma gegeben, dass du keine Angst haben brauchst. Wann hast du das letzte Mal gesagt, ja Allah, Allahumma laka alhamdu wa laka shukr. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Sehr, sehr, sehr wenige meiner Diener sind dankbar. Sehr, sehr wenige. Weil die Menschen vergessen. Die Menschen vergessen, in was für eine Gnade sie leben. Wallahi, liebe Geschwister, wenn ihr wüsstet, was wir für Multimilliardäre wir sind. Alleine durch die Gesundheit, alleine durch das Wasser, alleine durch Strom, allein durch die Sicherheit, allein durch die ganzen Ärzte, die es hier gibt und die Medizin. Und manche von uns, die haben Sorgen und denken, ich bin so arm, ich habe kein Geld, ich habe Probleme. Was für Probleme hast du? Du bist ein Multimilliardär. Du bist der Reichste der Reichsten auf dieser Erde. Du musst nur Allah dafür danken. Weil wenn du Allah dankst, dann wird Allah dir noch mehr geben. So wie Allah Azza wa Jalla im Koran in Surat Al-Imran, وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ. Nicht in Surat Al-Imran. Allah sagt, وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr geben. Und wenn ihr, وَلَا إِن كَفَرْتُمْ, und wenn ihr ungläubig seid, undankbar seid, die Strafe von Allah ist gewaltig. Deswegen, liebe Geschwister, erinnere ich mich hier und heute und meine ganzen Geschwister, dass wir sehr, sehr oft daran denken müssen. Unsere Kinder das beibringen, unsere Familien, dass wir oft an Allah gedenken und Allah danken. Sag, Allah Azza wa Jalla hat es dir befohlen. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Und spreche, spreche über die Gnaden Allahs. Sag zu deiner Frau, sag zu deinen Kindern, sag zu deiner Familie. Oh, unsere Familie, oh meine Kinder, hat uns Allah nicht so ein schönes Haus gegeben? So viele Möbel, so viel Nahrung, so viel Kleidung. Sag deinen Kindern, ich war arm, ich war bedürftig, ich hatte nichts. Allah hat mich erschaffen, Allah hat mir alles gegeben. Allah hat uns Allah gegeben. Sag das denen und immer wieder. Erinnere sie immer wieder, so wie Allah dir sagt und befiehlt im Koran. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Rede viel über die Gnaden Allahs. Sag, Allah hat mir gegeben, ich war arm, ich war ein Jahil, ich wusste gar nichts. So wie Allah sagt im Koran, und wir haben euch rausgehen lassen von den Bäuchen eurer Mutter, eurer Mütter, und ihr wusstet gar nichts. Ein Analphabet warst du. Und arm warst du. Hätte dir Allah nicht eine barmherzige Mutter gegeben, mit einem Herz, wie die größer als diese Erde, die dich wäscht und für dich weint und wach bleibt die ganze Nacht und sich um dich kümmert. Du warst bedürftig, du konntest dich noch nicht mal selber waschen, nicht füttern, gar nichts. Allah hat dir diese Mutter geschenkt. Möge Allah soll alle unsere Mütter barmherzig mit ihnen sein und ihnen die höchste Stufe im Paradies geben und sie Rechtheit und sie standhaft machen und ihnen Shahada geben, bevor sie sterben und als Shahida sterben lassen. Wann hast du Allah gedankt, dass du so gut aufgewachsen bist? Und als letztes, wenn ich über die Dankbarkeit rede, muss ich als allerletztes noch eine Sache betonen. Denn das ist die allergrößte Gnade von Allah Azza wa Jalla für seine Menschen. Die größte aller Gnaden, liebe Geschwister, auch wenn diese Gnaden so groß sind, des Daseins, du warst nicht da. Es gab einen Tag, da warst du nicht da, du hast nicht existiert. Du warst null, keiner kannte dich. Allah hat dich ins Dasein gerufen. Und Allah hat dich schön erschaffen und gesund erschaffen und dir so viel gegeben an Eltern und Familie und Brüder und an Sonnenlicht und an... Allah hat nichts vergessen. Im Gegenteil, Allah hat viel, viel mehr gegeben, als wir brauchen. Hätte es nicht gereicht, dass uns Allah ein oder zwei Grundnahrungsmittel gibt. Allah hat uns tausende Nahrungsmittel gegeben. Und tausende Fischsorten und Fleischsorten und tausende Früchte
und tausende Gewürze, damit wir genießen, damit wir am Ende Allah danken für diesen Genuss. Aber die größte aller Gnaden, liebe Geschwister, für die wir Allah Azza wa Jalla danken müssen, des Tages und der Nacht, des Nachtes und der Nacht. Wir müssen Allah danken für die allergrößte Gnade. Und die allergrößte Gnade, die Allah dir gegeben hat, ist Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Die allergrößte Gnade auf dieser Erde, dass Allah dich recht geleitet hat, dein Herz geleitet hat zum Islam, zu ihm, zu Subhanahu wa Ta'ala. Du warst irre geleitet. Allah hätte dich erschaffen können in einem Haus von Götzendienern, von Atheisten. Auf dieser Erde, liebe Geschwister, leben fast 6 Milliarden Götzendiener und ungefähr etwas mehr als 1 Milliarde Muslime. 80-90% auf dieser Erde sind alles Götzendiener. Alles Brennstoff von Jahannam, wal'iyadu billah. Möge Allah die Menschen recht leiten. Und uns als Sebeb benutzen für ihre Rechtleitung. Aber Allah Azza wa Jalla hat dich ausgesucht, auserwählt. Und wallahi wa billahi, Allah hat dich auserwählt und du bist kein Muslim und du bist kein gottergebener Diener, weil du schlau bist oder weil du gut aussiehst oder weil du stark bist oder reich bist oder sonst irgendetwas. Oder aus einem bestimmten Land kommst oder einem bestimmten Stamm oder sonst irgendetwas. Wallahi wa billahi, Allah hat dich recht geleitet, einzig und alleine wegen seiner Barmherzigkeit. Einzig und alleine wegen seiner Barmherzigkeit. Deswegen sagen wir Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Allahumma laka alhamdu wa laka al-shukru kullu ala ni'mati al-Islam ya Rabbil Alamin. Wallahi, liebe Geschwister, dankt Allah oft. Dankt Allah Azza wa Jal für den Islam. Dankt Allah Azza wa Jal, dass er euch rausgeholt hat aus der Dunkelheit ins Licht. Weil die Dunkelheiten sind viele, so wie Allah Azza wa Jal sagt in Surat al-Baqarah. So wie Allah Azza wa Jalla sagt in Surat al-Baqarah, dass Allah Azza wa Jalla die Menschen herausholt aus den Dunkelheiten, min al-Dhulumat, plural, aus den Dunkelheiten in al-Nur, ans Licht führt, ans eine Licht, ein einziges Licht, die Rechtleitung von Allah Azza wa Jalla. Und die Kuffar und die Tawarit, worüber wir später reden werden, inshallah, diese Tawarit und Shayateen, die führen die Menschen wohin? Von An-Nur, min An-Nuri, von dem einen Licht, von der einen Rechtleitung, weil es gibt nur eine Rechtleitung und einen geraden Weg, in Al-Dhulumat, zu den Irrwegen, wieder plural, weil die sind sehr, 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 sehr viele. Und deswegen, liebe Geschwister, dankt Allah Azza wa Jalla für den Islam. Dankt Allah Azza wa Jalla, und je mehr ihr dankt, einfach nur, je mehr ihr dankt für den Islam, desto eher wird Allah Azza wa Jalla euch standhaft machen, dass ihr als Muslime sterben werdet. Weil Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Und wenn ihr dankbar seid, so werden wir euch noch mehr geben. Danke Allah für die Ni'ma von Islam. Sag jeden Tag, Allahumma lakal hamd. Oh Allah, ich danke dir für die Rechtleitung des Islam. Wallahi, du hast noch nie in deinem Leben etwas Schöneres gesehen und etwas Schöneres erlebt, dass Allah Azza wa Jalla dein Herz recht geleitet hat, dass du Allah erkannt hast. Und dass du Allah anbeten darfst, dass du ein Muslim bist. Das Schönste auf dieser Erde, weil alles andere ist vergänglich. Das Geld wirst du hinter dir lassen. Deine Frau ist auch Dunya. Dein Ehemann ist Dunya. Deine Kinder sind Dunya. Dein Auto ist Dunya. Alles wirst du verlassen. Du wirst diese Erde verlassen, genauso wie du die betreten hast. Genauso wie am ersten Tag. Du wirst sterben und deine Familie, wallahi, die werden dich in dein Grab legen, ohne einzigen Euro reinzutun. Auch wenn du denen sagst, gib mir bitte 1000 Euro, ich lasse euch 1,5 Million, gib mir bitte nur 1000 Euro in mein Grab. Ich schwöre bei Allah, die werden es nicht tun. Die werden an diesem Tag geizen. Die werden dir keinen Cent geben. Dein Geld ist weg. Deine Familie ist weg. Alles ist weg. Das Einzige, was bleibt, ist dein Islam und deine Taten, die du mitnimmst. Die werden mit dir sein in deinem Grab und die werden dich begleiten, Yawm al-Qiyamah, und die werden dich reinbringen ins Paradies. Und deine schlechten Taten sind nur Kufr und Nifaq, Unglaube und Heuchelei, dann werden sie mit dir sein die ganze Zeit im Grab und sie werden dich begleiten am Tage der Auferstehung und sie werden dich ziehen in Jahannam, wal'iyadu billah. Möge Allah Azza wa Jalla uns allen Rechtleitung geben und Standhaftigkeit. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.